Willkommen bei Fisch und Krebs. Heute widmen wir uns einem sehr, sehr wichtigen Thema. Wir werden nachher in der Praxis euch zeigen, wie man einen Fisch fachgerecht betäubt und tötet und dann anschließend auch ausnimmt, weil man ja, wenn man Fisch geangelt hat, nachher auch ein bestmögliches Ergebnis erzielen will, was das Nahrungsmittel angeht. Und man muss hier ein paar Dinge vorneweg sagen, deswegen dieser kurze Theorieteil, weil dieses Betäuben und Töten halt in Deutschland nach bestimmten Vorschriften passieren muss. Fische sind Wirbeltiere und bei Wirbeltieren haben wir ganz klare Vorschriften, was das Betäuben und Töten angeht. Ihr müsst bei Wirbeltieren beides durchführen, deshalb auch bei einem Fisch. Ihr müsst ihn also zuerst fachgerecht betäuben und anschließend fachgerecht töten. Der Gesetzestext schreibt für das Betäuben einen festen, platzierten Schlag auf das Nachhirn beim Fisch vor. Dafür muss man natürlich wissen als Angler, wo liegt überhaupt das Fischgehirn. Ich zeige das einmal kurz hier an der Tafel und dann seht ihr es auch nachher an der Praxis, in der Praxis an dem Fisch. Das Gehirn liegt beim Fisch hier oben, recht zentral. Und die für uns in der Praxis, finde ich, besten Orientierungspunkte sind ganz klar Augen hier und Kiemendeckel. Hier liegt ja dieser feste Kiemendeckel, diese Knochenplatte, die die Kiemen schützt. Und dann am Kiemendeckelende hier nochmal so eine gedachte Linie. Wenn ihr hier zwischen diesen beiden gedachten Linien einen festen Schlag mit einem geeigneten Gegenstand platziert, wird der Fisch sofort betäubt sein. Ihr merkt das. Der fängt an zu zucken, meistens ein bisschen unkontrolliert oder erschlafft. Und das ist die erste Vorschrift quasi. Damit ist der Fisch fachgerecht betäubt. Dieses Betäuben ist nur der erste Schritt des Schlachtvorgangs. Danach ist das Töten vorgeschrieben und dafür ist ein Organ ganz zentral, dass ihr die Lage dieses Organs kennt, nämlich das Herz. Das Herz liegt bei den Fischen hier unten, so ungefähr. Ist für euch als Angler super gut zu finden. Orientiert euch vorne hier an der Brustflosse. Die Lage der Brustflosse sitzt hier vorne immer und meistens, wenn ihr hinter der Brustflosse zum Beispiel einstecht, seid ihr automatisch beim Herzen. Hier ist es überhaupt nicht wichtig, dass ihr das Herz unmittelbar trifft, sondern was gewährleistet sein muss, ist, dass ihr zum Beispiel Herz und oder die großen zu- oder ableitenden Gefäße des Herzens trifft. Deshalb gibt es auch in der Praxis verschiedene Tötungsmethoden, die ich euch nachher zeigen werde an dem Tier. Die Funktion ist aber immer dieselbe und das ist sehr, sehr wichtig. Man will einfach die Blutzufuhr zum Gehirn, zu allem quasi unterbrechen. Damit tritt relativ schnell der Tod des Tieres ein. Und die zweite ganz wichtige Funktion dieses Tötungsstiches oder Schnittes ist einfach, dass dieses Tier ausbluten kann. Das Blut soll aus diesem Tier raus, damit ihr nachher auch ein gutes Nahrungsmittel, ein sauberes Filet erzeugt. Und dafür, wie gesagt, wird entweder bei einem Herzstich von hier unten das Herz und oder die zu- und ableitenden Gefäße verletzt oder im Falle des Kiemenschnittes, den ich noch zeige, dann auch hier diese großen Gefäße durchtrennt, sodass, wie gesagt, das Blut aus dem Körper rausgelangen kann und vor allem die Blutversorgung des Fisches auch unterbrochen wird. So viel zur wichtigen Theorie des Ganzen. Wie gesagt, Betäuben und Töten ist gesetzlich so vorgeschrieben. Aber den Rest zeige ich euch dann an einem echten Fisch und nochmal jetzt richtig in der Praxis. Wir haben jetzt schon kurz in der Theorie gehört, was das Tierschutzgesetz vorschreibt, was Betäuben und Töten, also den Schlachtvorgang eines Fisches angeht. Und ich will euch das Ganze natürlich jetzt auch nochmal in der Praxis zeigen, anhand von dieser großen Regenbogenforelle. Und wir fangen an mit dem ersten Punkt, nämlich dem korrekten Betäuben. Beim Betäuben ist es super wichtig, erstens mal, dass ihr natürlich einen sogenannten Totschläger dabei habt. In dem Fall hier ist es einfach ein Stück Holz. Das sollte ausreichend groß sein, sollte also so dimensioniert sein, dass ihr auch einen größeren Fisch sicher damit betäuben könnt. Aber natürlich sollte es auch handlich sein. Es sollte euch einigermaßen liegen. Am besten habt ihr den auch schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Nicht zu lange. Irgendwie sowas kleines, ein handliches Schlagholz oder so. Zum Betäuben ist wichtig zu sagen, dass ihr den Fisch dafür hochkant nehmt. Das zeige ich euch gleich. Aber zuerst will ich euch nochmal diesen Punkt zeigen. Wir haben es ja schon in der Theorie gesehen. Hier ist der Kiemendeckel. Und hier so Kiemendeckelende. Ich markiere es einmal kurz mit dem Messer.
Und Auge, das sind eure gedachten Linien quasi. Ich denke, man kann das einigermaßen sehen. Und genau hier dazwischen liegt das sogenannte Nachhirn, also das Fischgehirn insgesamt. Und hier auf dieser Position sollte euer Schlag, sitzen, in ausreichender Festigkeit. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt den Fisch dafür hochkant. Das heißt, draußen in der Praxis, ihr hättet den gefangen. Ihr richtet den Fisch auf. Hierbei könnt ihr gerne für den Anfang, wenn der Fisch euch zu rutschig ist oder zappelt, zum Beispiel ein Tuch verwenden, um den zu fixieren. Der Fisch wird ja getötet, entnommen, ist egal, wenn ihr da die Schleimschicht zerstört oder so. Aber das kann euch auf jeden Fall helfen. Greift den ein bisschen weiter hinten, so wie ich jetzt, dass ihr halt, wenn ihr noch nicht so geübt seid, nicht Gefahr läuft, wenn er zappelt oder so, dass ihr euch den Knüppel auf die Hand schlagt. Das ist natürlich eine Gefahr. Und dann versucht wirklich hier diesen Kiemendeckel und das Auge als Linie zu nehmen. Und dann platziert ihr bei diesem Fisch, ich mache das jetzt, es wird ein bisschen scheppern, einen festen Schlag vorne auf dieser Position. Wenn ihr noch nicht so geübt seid, am Anfang muss man das ein bisschen trainieren, völlig klar. Dann gibt es aber zwei ganz wichtige Tipps oder Sachen, an denen ihr sehen könnt, dass der Betäubungsschlag korrekt ausgeführt worden ist. Normalerweise, wenn ihr den jetzt hier trefft, den Fisch, und er geht wirklich in die Narkose quasi, er wird ohnmächtig, er ist betäubt, dann fängt er oft sehr unkontrolliert an zu zittern. Das ist schon mal Punkt 1. Und dann haben wir bei Fischen noch was ganz Wichtiges, was zeigt, dass dieses Tier nicht mehr bei Bewusstsein ist, nämlich den sogenannten Augendrehreflex. Das ist für euch eine ganz wichtige Kontrolle, dass eure Betäubung funktioniert hat. Wenn ihr den Fisch danach auf die Seite legt, so wie dieser hier, seht ihr, das Auge geht einfach so mit. Das heißt, das Auge selbst dreht sich gar nicht mehr. Wenn der noch bei Bewusstsein ist, ist der Fisch geneigt, immer in der Horizontalen zu gucken. Das heißt, ihr dreht den Fisch und das Auge würde sich mitdrehen. Das heißt, dann ist er noch bei Bewusstsein und richtet bewusst quasi das Auge immer noch mal in dieser Waagerechten aus. Hier sieht man, der ist natürlich tot. Da gibt es keinen Augendrehreflex mehr. Wenn ihr diesen Schlag jetzt korrekt ausgeführt habt, haben wir eine ganz wichtige Voraussetzung nach dem Tierschutzgesetz, aber natürlich auch für uns selbst, erfüllt, nämlich das Tier ist jetzt nicht mehr bei Bewusstsein. Also wir haben dieses Tier quasi betäubt und jetzt folgt als zweites, und auch das ist Pflicht, das Töten, was auch dann zur Folge hat, dass das Tier ausblutet, was auch sehr, sehr wichtig ist. Das Blut sollte aus diesem Fisch raus, auch aus dem Filet raus, und deswegen kommt jetzt der Tötungsstich. Prinzipiell gibt es verschiedene Methoden des Tötens. Den ersten Schnitt, den ich euch zeige, ist der sogenannte Kiemenrundschnitt. Hier ist das Ziel, dass ihr die großen Gefäße, die vom Herz kommen, das Herz sitzt ja hier ungefähr, dass ihr die großen Gefäße, die vom Herz in die Kiemen immer Blut pumpen, durchtrennt. Das Herz pumpt weiter und Blut wird aus dem Fisch rausgepumpt und er kann vollständig ausbluten. Der ist insbesondere bei größeren Fischen ganz gut in der Handhabung, bei kleineren ein bisschen schwieriger. Ihr nehmt den Kiemendeckel und dann stecht ihr hier, orientiert euch an diesen Kiemenbögen, das ist eure Führung hier. Und dann stecht ihr von hier mit dem Messer ein und möglichst auf der anderen Seite wieder raus. Ich hoffe, man sieht das gut. Das Messer ist jetzt komplett einmal durch den Fisch durchgestochen. Und dann macht ihr folgende Bewegung. Ihr zieht das Messer ganz nach oben durch, bis auf die Wirbelsäule. Und zur Sicherheit dreht ihr das Messer nochmal um und verführt den Schnitt nochmal bis ganz unten durch. So wurde der Fisch auch getötet, damit er halt auch noch jetzt gut aussieht. Ihr seht, hier hinten sind diese ganzen Ansätze durchtrennt. Und wie man auch sieht, ist hier natürlich sehr viel Blut ausgetreten, ganz klar. Also der Zweck ist absolut erfüllt, dass dieses Tier sauber ausbluten kann und auch getötet ist. Es gibt noch einen Kiemenschnitt, den man öfter sieht. Ich persönlich mag ihn nicht so sehr, aber ich möchte ihn trotzdem kurz zeigen, weil er sehr einfach auch ist. Ich will ihn mal als Kehlschnitt bezeichnen. Das heißt, ihr geht auch wieder mit dem Messer hier mittig rein, zieht dann nach vorne durch und durchtrennt dann wirklich die Kehle des Tieres.
Und dann, auch hier liegen natürlich überall große Gefäße, blutet er auch aus. Kleiner Nachteil für mich, erstens sieht es unschön aus. Zweitens, wenn ihr den Fisch nachher räuchern wollt, aufhängen wollt, er verliert natürlich hier, wenn der Kopf nur noch so da hängt, auch bei kleinen Fischen, ein bisschen an Stabilität. Aber prinzipiell wäre es natürlich auch, sage ich mal, ein tierschutzgerechter Schnitt, das so durchzuführen. Der zweite Stich neben dem Kiemenschnitt ist dann ein Stich, der sogenannte Herzstich. Wie der Name schon sagt, hierbei versucht man Herz und oder die großen zu- und ableitenden Gefäße zu treffen. Dazu dreht er den Fisch nicht wie eben auf die Seite oder so, sondern auf den Rücken. Ihr habt den also so, fixiert den hier oben am Kiemendeckel wieder. Da lässt er sich gut greifen. Nehmt das Messer, orientiert euch unbedingt hier an den Brustflossen. Stecht also zwischen den Brustflossen ein, feste, nach unten. Die Wirbelsäule blockt euch hier. Deswegen ist es eigentlich in der Handhabung recht sicher, finde ich. Also die Verletzungsgefahr ist gering. Und dann zieht ihr nach vorne durch, soweit ihr könnt. Jetzt ist der hier schon abgetrennt. Normalerweise bleibt er meistens hier irgendwo dann hängen auf den Kiemen. Und auch so ist gewährleistet, dass Herz und oder diese großen zu- und ableitenden Gefäße kaputt sind und das Tier dann ausblutet. Der Fisch ist jetzt fachgerecht betäubt und getötet. Bei größeren Tieren insbesondere lasst ihn jetzt ein bisschen auch liegen oder haltet ihn ein bisschen ins Wasser unter so ein bisschen schwenkenden Bewegungen, dass er auch wirklich vollständig ausbluten kann. Und dann kommen wir jetzt ans Ausnehmen. Ausnehmen beim Fisch ist eigentlich relativ einfach. Ist auch bei allen Arten mehr oder weniger gleich, ausgenommen vielleicht Aal und Blattfisch. Ihr führt ein Messer, das Messer hier in die Afteröffnung ein. Und dann kommt eigentlich schon das Wichtigste, worauf ihr achten müsst. Stecht auf keinen Fall tief ein und zieht nach vorne, sondern versucht, das Messer so nah wie es geht an der Oberfläche entlang zu führen. Genau, ihr seht, ganz flach führe ich das Messer so flach wie es geht, damit ihr natürlich möglichst wenig oder am besten gar nicht Gedärme verletzt. Bei den Brustflossen müsst ihr auch ein bisschen darauf achten, schneidet zwischen den Brustflossen. Hier haben wir noch diese Flossenansätze, diese knöchernen liegen. Wenn ihr aber dazwischen durchtrefft, seht ihr, geht das ganz, ganz weich durch das Messer. Und dann wirklich möglichst flach bis vorne hin die Bauchhöhle öffnen. Da ist nichts kaputt. Noch keine Innereien verletzt. Dann kann man mal in das Tier reingucken. So. Und die ist richtig fett. Wir nehmen jetzt die Innereien raus. Dieser Fisch ist hier, solange das alles nicht angeschnitten ist, eigentlich jetzt immer noch steril. Ihr seht aber, hier habe ich jetzt beim Anschneiden ein bisschen den Darm verletzt. Das heißt, hier wäre prinzipiell jetzt Bakterienbelastung und so weiter möglich. Deswegen nehme ich schon mal dieses kleine Stück Enddarm raus. Genau, jetzt ist halt hier, wie gesagt, der Darminhalt außerhalb. Das heißt, der kann unseren Fisch auch nicht mehr verunreinigen. Und dann greift ihr euch einfach die ganzen Innereien und arbeitet euch nach vorne durch bis hierher. Ist immer noch alles super sauber. Schwimmblase ist hier noch dran. Und dann kann man das auch vorne schon abmachen. Hier ist jetzt der Schlund, das ist natürlich jetzt noch vorne fest verbunden. Da müsst ihr aufpassen, hier liegt die Leber mit, und das hier seht ihr auch ganz groß, der Gallenblase, das zeige ich gleich nochmal separat. Die solltet ihr auf keinen Fall anstechen. Das kennt jeder, wenn man sich übergeben muss, irgendwann wird es ganz bitter, das ist Galle. Und diese Galle schmeckt einfach widerlich. Und deswegen solltet ihr nicht ins Filet oder auf den Fisch kommen. Wenn das passiert, müsst ihr sofort mit viel klarem Wasser nachspülen. Bei kleineren Tieren könnt ihr das hier vorne eigentlich mit der Hand meistens relativ gut einfach wegreißen. Bei dem hier geht es auch gut, sehe ich gerade. Oder ihr könnt auch links und rechts so zwei kleine Schnitte setzen. Ganz je nach Geschmack. Ansonsten greift diese Innerei einfach. Dann sieht man, das ist total
sauber und schön entfernt. Hier dieses glattrandige, dunkle Organ ist die Leber. Und das ist sehr wichtig. An der Leber, haben wir eben schon gesehen, liegt die Gallenblase. Ich habe die jetzt einmal bewusst angestochen. Da sieht man, dass da extrem viel von dieser bitteren gelb-grünen Flüssigkeit austritt. Die Leber und Gallenblase liegen relativ nah an der Oberfläche. Deswegen kann es sein, dass wenn ihr den Fisch ausnimmt und einstecht und stecht zu tief, dass ihr diese Gallenblase verletzt. Dann seht ihr sofort auf dem Filet gelbe oder grüne Flüssigkeit. Das müsst ihr mit viel, viel Wasser abwaschen, weil es natürlich extrem bitter, extrem unangenehm schmeckt und sonst könntet ihr das nicht mehr verwerten. Wir nehmen jetzt noch die Kiemen raus. Wenn ihr den Fisch jetzt filetiert oder so, müsst ihr das auf keinen Fall machen. Wenn ihr ihn räuchern wollt, ist es schon angeraten. Ihr seht, die sind immer noch rot, da ist relativ viel Blut immer noch natürlich drin, Reste. Und das kann sein, dass das dann beim Räuchervorgang austritt aus den Kiemen noch und dann habt ihr hier immer so hässliche Verfärbung oder Streifen. Die Kiemen kann man auf verschiedene Arten und Weisen rausnehmen. Es gibt Methoden, da nehmt ihr die mit den Innereien mit raus, aber dann ist der Fisch hier immer zerstört, was ich unpraktisch finde, wenn ihr ihn später noch aufhängen wollt. Die Kiemen ist gar nicht so einfach rauszukriegen. Bei kleinen Fischen, bei dem hier wird es nicht funktionieren, könnt ihr einfach hier den Kiemenansatz greifen und abreißen, wenn man so will. Bei so großen Tieren schneidet man unten den Kiemenansatz ab, wie bei dem hier auch. Dann ist die komplett lose. So. Ah, da bin ich voll im Weg. Ich nehme mal die andere Hand. Und dann kann man dieses ganze Kiemenbündel quasi nehmen zur Seite. Und dann kann man das eigentlich hier oben, ist das nur ganz, ganz wenig fest. Also da braucht man gar keinen Druck. So abkneifen. Wie gesagt, bei kleineren Tieren könnt ihr auch direkt einfach nur oben abreißen und unten auch. Bei so großen Fischen kann man einen kleinen Schnitt setzen. Wenn wir jetzt diesen Kehlschnitt nicht durchgeführt hätten, dann wäre der Fisch hier vorne jetzt immer noch zusammen. Also der hätte immer noch schöne Form. Auch zum Aufhängen ist das ganz praktisch, wenn ihr den am Stück räuchern wollt. Und wäre trotzdem halt ausgenommen und ohne Kiemen. Ein ganz wichtiges Organ haben wir noch nicht entnommen. Wenn ihr reinschaut, seht ihr das sofort. Das ist die Niere. Die Niere liegt bei den Fischen hier oben direkt hart an der Wirbelsäule an und durchzieht den ganzen Fischkörper. Man sieht, die ist dunkel gefärbt. Das heißt nichts anderes, als dass sie stark durchblutet ist. Also hier steht noch viel Blut drin. Und diese Flüssigkeiten, Blut und so weiter, muss aus dem Tier raus, um ein gutes, sauberes Filet zu kriegen. Die Niere muss man wirklich ein bisschen rausschaben. Das geht, gerade wenn ihr draußen am Wasser seid und nichts zur Verfügung habt, mit einem Daumennagel. Das heißt, ihr fahrt hier rein und schabt so mit dem Daumen nach vorne. Da sieht man, dass das sehr sauber entfernt wird. Wenn ihr das drin erledigt, so wie ich jetzt, oder das nicht mögt, nur mit dem Daumennagel, dann kann man auch sehr, sehr guten Löffel nehmen. Der passt von der Form her sehr gut da rein. Und dann kratzt ihr diese Niere mit dem Löffel raus. Super schönes Ergebnis. Hier sieht man den Unterschied. Und dann einfach natürlich bis hinten durch. Ganze jetzt einmal noch durchwischen, da hingen noch Nierenreste, weil wir das jetzt von zwei Seiten gekratzt haben. Aber dann kann sich das schon wirklich sehen lassen. Der ist jetzt sauber, ohne Blut, ohne Organreste. Und den kann man so jetzt auch genüsslich essen. Hier haben wir das Fischherz, haben wir gerade rausgenommen, obwohl der Fisch schon sehr lange tot ist.
sieht man, das pumpt immer noch, weil es separat innerviert ist quasi. Es hat seine eigenen Sinusknoten. Ist also nicht von dem Fisch selbst abhängig. Man sieht, dieser Muskel zuckt immer noch, obwohl er auch von uns ja hier durchtrennt wurde. Aber dieses Herz pumpt noch eine Zeit lang weiter. So haben wir jetzt tierschutzgerecht betäubt, getötet, entbluten oder ausbluten lassen. Und wie man auch sehen kann, richtig schönes, sauberes Fischfleisch erzeugt, was ja auch unser Anspruch sein muss. Den hier kann man guten Gewissens jetzt verspeisen, mit Freunden oder wie auch immer, und hat aus dem gefangenen Fisch ein richtig gutes Nahrungsmittel gemacht.